Adios, fallt runter wie die Fliegen. Badam, bam. Hohes Risiko. Oh. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Bomber Crew. Ich muss mal kurz hier dingsen. Moment, ich habe vergessen zu speichern. Das müssen wir mal kurz machen. So, jetzt haben wir geladen. So, sehr gut. Also willkommen bei Bomber Crew. Ich habe zwischen der letzten Mission der letzten Folge und der nicht gespeichert. Das ist immer wichtig. Nicht, dass wir abstürzen durch irgendwelche Bugs. Das hatte ich schon. Ich hatte schon zwei Abstürze. Die haben sich ereignet durch blöde Fehler. Nicht durch abgeschossen oder Flak oder so. Ja, deswegen, oder wenn die Mission fehlschlägt, weil ich irgendwas noch nicht weiß. Ja, also das ist schon zweimal passiert, so ist es nicht. Aber ich mache hier Scum-Safe nicht. Guck mal, das ist eine einfache Mission. Munitionslager bei Batterie Tot. Batterie Tot, oder wir gehen mal auf eine hier. Flugfeld bei Brussels. Ah, hier. Waffenabwurf für die Resistance, das hatten wir noch nicht. Und Munitionsfabrik in Frankfurt. Wo ist denn Frankfurt? Also, hier hat schon einer gesagt, die Locations sind ein bisschen merkwürdig. Haben wir auch irgendwo, dass ein Fliegerast kommt? Wissen wir gar nicht. Die französische Resistance hat eine Waffenlieferung angefordert. Sie warten in der Nähe von der Maginot-Linie. Ist sie da? Nein. Egal, los geht's. Ja, wir haben ja in der letzten Folge besseres Maschinengewehr für den Bauch gekauft. Und besseres fürs Bauch. Für den Bauchturm. Da. Und Hydrauliksysteme. Die hervorragende. So, wir sollen Waffen für die Resistance absetzen. Jetzt will ich mal gucken, sehen wir das? Das ist bestimmt wieder so ein komisches Ding. Jetzt warte erstmal Mager. Versorgungsgüter. Sehe ich leider nicht. Ja, das haben wir schon mal abgeworfen. Alles einfahren. Das hat die British Air Force öfter gemacht, für die Resistance-Waffen abgeworfen. Und ich weiß von... Achtung! Willkommen bei eventuell falsche Historie von Aldemar. Ich weiß von der Pistole auf jeden Fall. Eine Einweg-Einschuss-Pistole, die entwickelt wurde von den Briten, glaube ich. Die wurde abgeworfen über Frankreich für die Resistance. Für Attentate auf deutsche Offiziere und so. Das war halt echt so eine Einwegpistole, ja? Oh Mann, der Gedanke ist schon ziemlich cruel, also schon übel. Also Partisanen, da ist man sich ja immer so ein bisschen im Zweifel. Es hat nie was Gutes, ne? Partisanen wie Vergeltungsmaßnahmen gegen Partisanen. Auf beiden Seiten ist das ein reines ziviles Opfergemetzel. So, dann legen wir mal los. Sollte ich höher gehen oder nicht? Bin gerade überlegen. Wie weit müssen wir denn? Wir müssen weit, ne? Nein, ich wollte jetzt hier nicht löschen. Ja, wir gehen mal nach oben. Ich höre es schon. Ich hätte früher nach oben gehen sollen. Da kommen sie schon. Soll ich jetzt schon die Spitfires rufen? Ich meine, wir können noch mal kurz warten, bis es brenzlig wird. Ach, scheiße, wir sind noch zu tief. Gar nicht gut. Es geht wieder los, ey. Stehe ich voll drauf, ne? Auf die dröhnende Flak. Noch keine Treffer... Also Flak, könnt ihr euch vorstellen, das sind hauptsächlich, was Flak bewirken soll, das sind halt Bomben, die auf einer bestimmten Höhe explodieren und dann Schrapnellen alle Richtungen pfeffern, ja? Das im Großen und Ganzen Flak, einfach erklärt. Die Hauptwirkung soll das Schrapnell darstellen und nicht die Explosion selber, soweit ich weiß. Wie weit sind die denn weg? Oh, es geht los! Jetzt habe ich vergessen, meine Magazine nachzuladen. Wo sind denn die anderen Bomber hin? Jäger. Was sind nur da. Da, die. Ah, nee, sind die nicht. Okay, nachladen.
Das ist ein Flak-Ding, oder? Wir sind in Reichweite. Wir sind in Reichweite einer Radaranlage. Da, was ist das? Ich kann jetzt hier nicht runtergehen. Vielleicht können wir im Rückweg da mal gucken, was wir da machen können. Die drehen ab. Messer Schmitz. Schmitz. Weiterschießen. Das ist unser Ziel. Nee, immer noch nicht. Denkt an die nachstimmige Höhe. Oh ja. Da ist eine Radaranlage. Seht ihr das? Tatsächlich. Warum steht da nur 3 Minuten irgendwas? Machten die? Da, abwerfen. Okay, dann bauen wir jetzt mal die Spitfires. Automatisch markieren. Guck mal, hier ist ein Fluss. Scheiße, jetzt hat es gerade geleckt irgendwie. Oh, es hat funktioniert, oder? Gut. Irgendwie ganz komisch geleckt. Ich dachte schon, ich habe nicht mehr getroffen. Komm, wir machen noch ein Bild. Oh, wir müssen aus dem Gefahrending raus. Dumme Idee. Oh, shit. Und Foto. Und hoch. Flak ausweichen. Neuen Kurs setzen. Ab nach Hause. Spitfires verteidigen. Da ist einer. Wann kommt eigentlich nochmal ein Fliegerast? Ich sollte es lieber nicht zu laut sagen. Okay, da kommen sie endlich mal. Hab nach vorne, mein Sohn. S-Dragons, du kannst mal nachladen gehen. Oh, die haben wir gut getroffen. Okay, Zimmermann, Feuer löschen. Schneller, aber der ist schon ziemlich schnell. Ich muss ihm Turnschuhe geben. Okay, jetzt Konzentration. Ist gelöscht, alles klar. Benzin, muss bald nachladen. Immer auf Abwehr, dann gehen die auf Abstand, weil wir müssen hier kurz mal. Okay, los. Nachladen! Jetzt kann ich mal ein bisschen gucken. Oh, sehr gut!
Adios, fallt runter wie die Fliegen. Badam, bam. Hohes Risiko. Oh. Alles klar. Wollen wir nochmal nachladen? Das ist wieder so eine Radaranlage oder so. Ich glaube, in der Zeit, wenn die mich in der Zeit sehen, kommen neue Flieger. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Flak voraus, unter uns. Aufklärung anfordern. Da müssen wir hin. Da geht's nach Hause. Wir fliegen die ganze Zeit ziemlich falsch. Ist auch ziemlich bewölkt. Bodensterne gibt's auch nicht. Wir könnten, wenn wir ganz hoch sind, mit den Sternen navigieren, glaube ich. Ich kann auch nicht mal selbst einen Kurs setzen. So müssen wir mal. Vom Feindsradar erfasst. Wie sieht's mit Navigieren aus? Ne, ist nichts mit nächster Wegpunkt. Okay. Dann gehen wir nach unten. Und wir gucken erstmal, was passiert, wenn wir ganz oben sind. Wow. Hier ist schon ziemlich weit oben. Und? Sind wir jetzt ganz oben? Keine Sicht zu navigieren auf dieser Höhe. Alle mal frieren. Steigen wir immer noch? Große Höhe erreicht. Ne, hier wird nicht navigiert. Okay. Dann gehen wir jetzt auf niedrige Höhe. Sturzflug. Haltet durch, Jungs! Oh, Voltrox hat echt ein Kälteproblem. Aber geht, jetzt geht's bei den meisten wieder. Bisschen weiter runter, genau. So, mal einen neuen Kurs setzen. Wir haben immer noch ein Benzin. Oh, scheiße, ich hab an mein Benzin gar nicht gedacht, ne? Oh, scheiße, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Oh, oh, wir sind am Arsch der Welt. Oh, oh, oh. Geht noch. Kein Problem. Jetzt auf eine niedrige Höhe. Es wird schon gehen. Bisschen nur noch weiter runter, damit wir endlich navigieren können. So, Navigation. Leg los. Jetzt kannst du einen Kurs für dich selbst setzen oder soll ich einen Kurs setzen? Geht doch. So, wo ist denn der Kurs? Genau nach Hause oder nee? Der fliegt total Banane. Wir gehen straight home. Wir machen uns einen eigenen Kurs. Dann mal los. So, du machst mager, damit wir auch noch zu Hause ankommen. Es sind aber irgendwie auch viel weniger Jäger unterwegs. Meine Güte, in den ersten Missionen war ich so geblutet. Boah, Alter, was hat uns da denn erwischt? Ui. Alter, da hat es aber echt jemand auf die Elektronik abgesehen gehabt. Die ist aber nicht kaputt gegangen. Flügel hat es zerlegt. Ach, guck mal hier, Normandie. Die ganzen Bunker, Alter. Bauprojekt Todd. Okay, das müsste aber trotzdem jetzt funktionieren. Selbst Benzin
Wenn ich sie nicht auf Dingens lassen würde, würden wir eigentlich ankommen, glaube ich. Boah, aber wir sind schon weit weg, so ist nicht. Jetzt erstmal ein ganzes Stück übers Meer. Turbo! Oh ja, okay. Ja, ich weiß. Machen wir lieber... Oh je. Machen wir lieber sparsam. Rettungsgüter abwerfen. Naja, waren wahrscheinlich eher Waffen als Rettungsgüter. Ah, Schnelligkeit geht wieder. Sehr gut. Ups. Und zack. Und zugedi. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das ist Sauerstoff, glaube ich. Treibstoff, aber ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich noch massig. Überlegt, dass der Zeiger hier ist. Aber anfangen geht das noch. Landung! Und gelandet. Hervorragend. Das war auch jetzt eine lange Mission. Ein bisschen öde. Oder? Das war jetzt ein bisschen träge. Wo ist der Widerstand? Aber wir sind jetzt bei der Hälfte. Noch nicht mal. Der Mission. Und ich habe ja schon viel gespielt, so ist nicht. Wir spielen ja auch viele Nebenmissionen, um zu leveln. Weiter. Leichter Motor MK3. Geschütztürme, Munitionszuführung MK3. Oh yeah. Weste, Schwimmerlebensweste, die brauchen wir nicht. Gehen wir mal kurz gucken. Flugzeug. Oh yeah, ganz genau. Das ist genau mein Ding, Baby. Okay, dann brauchen wir jetzt Motoren. Nehmen wir die andere Seite. Standardmotor MK so und so. Dann gehen wir wieder auf Geschütztürme. Dann gehen wir hier auf Munitionszuführung und... Oh, aber hier haben wir sowas nicht, ne? Gar nicht. Das gibt's hier null. MK3, MK1. Der bleibt auf 50 Kaliber. Überleben. Guck mal, aufblasbares Beiboot und hier ist die Brieftaube. Schon ziemlich cool. Ausrüstung, Systeme. Elektrisch... System. Sauerstoff. Schade, dass ich irgendwie nichts... Radar. Auf dem Radar eine höhere Reichweite. Höhere Reichweite. 500. Sauerstoff. Treibstoff. Motorlöschsysteme. Meerbrände löschen. Einfach nur Meerbrände. Ist aber bis jetzt nicht so schlimm. Elektrisches System würde ich gerne upgraden. Geht sogar hervorragend. Ich zeig euch mal hier bei Ausrüstung. Da seht ihr das. Habe ich alles geupgradet. Habt ihr auch eben im Game noch gesehen wahrscheinlich. Na gut. Ja, es ist wieder soweit, Leute. Die Mission hat ein bisschen lang gedauert. Nächste Mission widmen wir uns dann der nächsten glorreichen, tödlichen Aufgabe. Bei Bomber Crew. Haut rein, Leute.